Hi, mein Lieben. Ich habe euch leider mitzuteilen, dass wir die Let's Plays in nächster Zeit ein wenig einschränken müssen, denn verrückte Zeiten. Vor 3 Tagen hat es noch geschneit, heute scheint die Sonne und ich muss raus. Ich muss raus und mich bräunen. Spaß, keine Panik kriegen. Wir sind Zocker, ne? Wir wissen, was zu tun ist. Bräunt auch im Keller. Also werde ich nicht draußen liegen und mich bräunen, sondern ich bräune mich abends vorm Schlafengehen, um nächsten Tag frisch und fröhlich wieder für euch hier zu sitzen. Wir spielen heute I'm on Observation Duty Teil 1 nochmal, gehen aber ins neue Haus, wobei ich jetzt vorher mit euch nochmal eine Runde im alten Haus spiele, weil ich mir nämlich meine eigenen Aufnahmen angeguckt habe und mir so dachte, das kriegst du auch besser hin. Und dann probieren wir das nochmal. Aber beides in einer Aufnahme. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Spiel. So, wir gehen jetzt heute nochmal in das neue Haus. Weil mir gestern aufgefallen ist, dass da so ein paar Dinge wirklich offensichtlich waren und ich sie einfach nicht gesehen habe. So, und jetzt versuchen wir uns hier heute nochmal und danach gehen wir sofort ins neue Haus, in dieser Aufnahme noch. Versprochen. Nur einmal gucken, wie weit ich hier komme. Das ist auch schwierig. Natürlich unterhalte ich mich mit euch, aber das verkompliziert die Sache immer noch ein wenig. Okay. Toilette. Shadow, würde ich jetzt mal sagen. Manchmal weiß man auch einfach nicht genau, wie man die Dinge betiteln soll. Das war korrekt. Das Bett steht noch richtig rum. Nächste, Living Room. Ja. Object Movement. Das Stuhl. Zurück an deinen Platz. Steht noch alles? Hier bewegt sich nichts. Aktuell. Hier auch nicht. Nein. Nein. Den unten rechts, den sieht man so schlecht. Ich mache jetzt hier einfach aus Prinzip. Einfach aus Prinzip. Man sich da nie sicher sein kann. Da, who? So. Er hat jetzt ein who auf dem Ohr. Frage ich mich jetzt. Ist mein Kumpel da unten? Ich kann den immer nicht sehen, ne? Scheint aber keiner da zu sein. Was soll ich mit diesen Geräuschen anfangen?
Das klingt ja immer so, als ob mein Handtuchhalter, ich hab's gewusst, als wenn einer im Raum ist, ne? Und du gehst zurück an deinen Platz, ich sag's dir. Na bitte. Bilder, Bilder sind noch normal. Stühle stehen wieder richtig. Alle Tassen und Teller vorhanden. Laptop bleibt auch ruhig. Nein. Wenn da unten rechts einer vor der Tür steht, das sieht man wirklich richtig schlecht. Es ist 1 Uhr. So, Handtuch ist wieder an der richtigen Stelle. Garten wird auch nicht verunstaltet. Ist gerade alles sehr ruhig. Ja, das wird ja ein Spaß, wenn wir jetzt gleich ins neue Haus gehen, ja? Wo ich mich noch gar nicht auskenne. Das wird ja lustig. Es passiert nichts. Es macht mich unruhig, wenn nichts passiert. Wackel doch mal wenigstens. Aber wie gesagt, schreibt mir ruhig in die Kommentare Dinge, die ihr seht. Da ist er. Seht ihr es da unten? Den wackelnden Typen, das ist so schlecht zu sehen. Steht einer und beobachtet uns. Und das ist nämlich die Balkontür. Das musste ich erstmal rausfinden. So, das wird jetzt richtig sein. Ja, wenn ihr das selber spielt, das ist die Balkontür. Das heißt also, ihr habt einen Eindringling auf dem Balkon. Das hat eine Weile gedauert, bis ich das so auch hatte. Living Room, da Object Movement, ne? Habe ich die Kopfhörer wegbewegt. Noch was? Die Bilder? Ne, die Bilder sind alle noch richtig. Hier stehen auch noch alle Gläschen rum. Hier. Scannen, Langeweile. Dass ich den nicht sehe, wenn ich hier bin, ne? Ist erstaunlich. So. Tut sich auch nichts. Abby ist irgendwo. Hello. Wer sagt jetzt Hello? Das kann ich auch nirgendwo einordnen. Es gibt dafür keine, ja, Others. Ja, ich gehe einfach mal auf Others. Aber es gibt dafür keinen, wo ich Geräusche angeben kann oder so. Vor allem weiß man ja auch immer gar nicht so genau, aus welchem Raum das kam.
Ich habe es bis jetzt noch nicht entdeckt. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Macht mich schlau. Ne? Zeit ist gleich um. Kommt. Irgendwas hat sich doch hier noch bestimmt irgendwie verändert, oder? Bild nicht, Klo nicht. Püppi war auch nicht da. Hier ist auch niemand. Nichts, kein Riss. Halt, Stuhl? Nee. Alles beim Alten. Guck mal hier, aber da ist irgendwie auch alles. Alles vorhanden. Ich habe auch die Pflanze bis jetzt nicht zucken sehen. So, jetzt legt mal los hier. Irgendwas muss doch jetzt mal passieren. Ein bisschen das Tempo erhöhen. Damit ich euch quasi auf frischer Tat ertappe, wenn ihr hier Mist baut. Ja, das ist schön. Wo? Oh! Es steht ein nackter Mann, der Gott sei Dank sein Heiligtum bedeckt. Ich möchte mir das gar nicht weiter länger angucken. Noch mehr Männer in meinem Garten, ja? Vielleicht? Nee. Danke. Ist es entfernt worden? Das wäre super. Ah. Klasse. Ja, aber es sind zu viele Anomalien, die nicht festgestellt wurden. Ich. Ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Roastet mich, wenn ich zu doof bin. Glas steht auch noch da. Hier ist auch noch alles vorhanden. Nicht mal die Blume. Hat die Blume jetzt gewackelt auf dem Tisch? Ich bin blind? Ach komm. Kittchen. Object Movement. Komm, einfach mal. Einfach mal durchgehen. Da, was ist das? Im Hintergrund. Da, guck mal. Da geht ein Abyss auf. Okay, da war nichts. Living Room, das ist aber jetzt der. Ne? Bitte. Wunderbar. Nix zittert, wackelt. Aschenbecher ist auch noch da. Aschenbecher. Das ist schön. Living Room. Living Room. So, und da haben wir eine Lichtanomalie. Das ist gut. Sehr schön, das was. Da würde ich sagen, hat sich gerade was bewegt. Es kann auch mein zuckendes Auge sein, aber. Ich würde sagen, da hat sich gerade was. Mach hinne! Danke. Hat sich gerade was bewegt.
Kann mich auch geirrt haben. Egal. Pippi ist nicht... Hier. Wow, das habe ich bis dato noch nicht gesehen. Nee, okay, da war nichts. Okay, Balkon. Shadow-Anomalie, würde ich das jetzt mal nennen, ne? Weil, wo kommt der her? Keine Ahnung. Das Bett steht noch richtig rum. Oh, Gott sei Dank. Okay. Oh, Gott sei Dank. Oder so irgendwo kleine Löcher aufgehen oder... Diese komischen Schatten sieht man auch manchmal viel, viel zu spät. Oder wenn hier hinten was passiert. Kleinigkeiten. Hier ist aber nichts. Die Bilder sind immer noch richtig. Laptop ist aus. Wackel doch mal. Ich würde es mit den Glockenklongen noch lauter machen. Ja. Ist nichts. Sucht mich der Mann hier unten schon wieder? Nee, im Moment auch nicht. Stühle stehen alle so, wie sie stehen sollen. War da gerade was? Ja, haha. Rechtzeitig gesehen. Living Room. Nein. Painting-Anomalie. Da hat sich gerade das Bild verändert. Das habe ich gesehen. Sehr schön. So, hast du gehört? Hm? Aber hier ist niemand. Ach, das war vielleicht er. Okay, das weiß ich ja nicht. Kamera, Kittchen, so, und das läuft, das muss man sich nämlich auch mal immer merken, unter Others. Dafür gibt es keine direkte Klassifizierung. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt richtig gemacht habe. Ist nichts, da ist nichts. Ah, wunderbar. Das war korrekt. Sehr schön. Karton. Mein Freund, der Karton, spricht nicht mehr mit mir. Lagen hier vorhin mehr Krümel? Kann es sein? Das weiß ich jetzt nicht genau. Sowas ist natürlich vollkommen fies, weil... Ich weiß nicht, ob man sowas wirklich so im Blick hat. Nein, es war richtig. Auf dem Tisch lagen weniger Krümel als sonst. Ja, hier. Oh Gott. Na gut, da musst du auch erstmal drauf kommen, ne? Das hatte ich bis dato so noch nie im Blick. Zurück. Das habe ich ja nun gesehen. Direkt vor meiner Nase, also bitte. Habe ich Kasper rein hier? Mal zurück. Nein? Gut. Im Garten ist Ruhe. Tut sich auch nichts. Gut. Alle Krümel wieder da. Ja, Bett steht auch richtig rum. Ihr habt euch hier auch nicht... Ja, das, benehmt euch mal alle. Pflanze? Nee. Es müsste jetzt mal ein bisschen was passieren. Ne? Es ist 3.40 Uhr und... ich langweile mich jetzt hier so ein bisschen. Aber da seht ihr, wie das mit den Krümeln passiert. Ne? Schon 100 Mal drauf geguckt. Noch nie aufgefallen wahrscheinlich. Wenn dann so kommt, da sind noch Anomalien, die noch nicht gefixt sind, dann weiß man in Zukunft, ach ja, da war ja was.
Schau dir mal die Krümel an. Die Krümel waren's. Da, 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 da. Jetzt, darauf habe ich so lange gewartet. Nein, nein, nein. Movement, Movement, Movement. Die Pflanze hat sich bewegt. Ich habe es gesehen. Euch ist hier nicht viel los, ne? Gähnende Leere. Krümel, ich habe euch jetzt gezählt. Ihr braucht es nicht nochmal tun. Irgendwo ein Riss, der schon wieder irgendwo aufgeht. Hier passiert nichts. Hier draußen passiert auch nichts. Also so ein bisschen Action. Es ist 4 Uhr. So ein bisschen Action wäre jetzt schon mal cool. Glas ist auch noch da. Keine Risse in den Wänden, okay. Keine Kugeln, die irgendwo rumschwirren. Hier steht anscheinend alles da. Oh, na Gott sei Dank. Püppi, ich habe die schon echt vermisst. Schön. Ich danke dir. Du hast mir echt gefehlt. Hab dich zwar eigentlich im Garten erwartet, aber so ist auch gut. Fehlt da jetzt was? Ey, bei den Gläsern bin ich mir immer echt nicht sicher. Da bin ich mir echt immer nicht. Ja. Darum kümmern wir uns sofort. Wenn der Report durch ist, der wahrscheinlich vollkommen unnütz war. Ja, danke. Toilette. Was ist denn das? Ein Geist? Ein Intruder? Ich habe keine Ahnung. Nein, nein, nein. Ah! Nein! Das hat zu lange gedauert. Ich hätte mich da nicht aufhalten dürfen. Ja. 15 von 18. Okay, egal. Wir gehen jetzt ins neue Haus. Ich habe es euch versprochen. Und ihr glaubt doch nicht, dass das da besser wird. Wie gesagt, entschuldige mich nochmal, falls ich ein bisschen sehr dunkel bin. Aber sonst sehe ich nichts. Ja, und ach du Scheiße. Na, das kann ja passieren. Ich freue mich auf eure Mithilfe. Ja? Fleißig so in die Kommentare schreiben, bitte. Ich muss mal kurz was gucken. Ach, hier habe ich jetzt ein Vollbild bei OBS. Ja, ja gut, wunderbar. Läuft alles? Läuft es? Ja. Kamera läuft. Gut. Ja, ich bin halt ein bisschen dunkel. Aber es ist nachher eh schwarz-weiß. Es tut mir leid. Ich sehe sonst nichts. So, prägt euch mal bitte die Räume hier ein. Ich tue es auch. Auf dem Ding liegt was drauf. Stühle. Da ist kein Stuhl. Da liegt eine Gitarre. Da liegt auch irgendwas. Bla, bla, bla. Gut. Küche. Die Tür scheint offen zu sein. Ja, die erste Runde können wir ja mal noch
Okay. Oh mein Gott, Pflanze. Dusche, Medizinschränkchen, Klopapier. Oh Gott. Bilder, gruseliges Bild. Tanzende Frau, die Frau mit dem weißen Gesicht. So, eins, zwei, drei, vier. Wir haben fünf Stühle, sechs Stühle hier. Okay, Kartons und die Kartons stehen schräg. Gut. Da ist eine Pflanze drauf. Na, ich bin mal gespannt. Also so leicht einem das mittlerweile in dem alten Haus fällt, weil man es dann einfach schon ein paar Mal gemacht hat, ja, desto schwieriger wird es natürlich jetzt hier, sich wieder neue Sachen und neue Räume einzuprägen. Vielleicht ist es besser, wenn da vielleicht bisschen Pause zwischen liegt. Ich weiß es nicht. Der Stift war schon vorher hier. Stift und Bild. Dieses Bild liegt im Übrigen auch in dem alten Haus. Lagen da zwei Bücher? Ich probiere es jetzt einfach mal, weil wir haben ja eh gerade angefangen. Extra Object? Ich glaube aber nicht. Ich glaube, da lagen zwei. Das ist genau wie der Tisch hier auch offen ist. Oh Gott, hier steht ein Becher Pflanze. Keine Ahnung. Nee, keine Ahnung, Mali. Okay. Gut. Ja, dass auch so gar keine Musik spielt, ne? Das Bild. Das Bild hat sich verändert. Da war ein anderer Stuhl drauf. Ich könnte mit euch wetten. Wir werden es gleich sehen. Okay. Gut, das Buch gehört also unten auf dem Boden drei Sachen, auf dem Schreibtisch drei Sachen und die Pflanze. Gitarre, Gitarre. Dieses Ding hier steht ein Becher, die Tür muss offen sein. Zwei Boxen, drei, vier Boxen da hinten. Okay. Toaster. Ein Teller steht extra und die beiden. Okay. Ja, es hat jetzt geklingelt. Was soll ich jetzt tun? Hier würde ich jetzt sagen Korridor. Und, nee, die Tür hat sich ja nicht geöffnet. Gibt's hier Others nicht mehr? Others kann ich gar nicht mehr eingeben. Ich gehe jetzt auf Extra Object, fertig. Es hatte geklingelt. Sich der Hintergrund von dem Bild verändert. Stand er nicht vorher ohne Karos? Bin mir gerade nicht sicher. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Wir nehmen es einfach nochmal mit. Becher, das Bild ist auch. Hier ist alles zu. Steht hier immer das gleiche wie vorher drauf, keine Ahnung. Gut, das Bild ist normal. Kannst du nicht leiser läuten? Und der Schatten von der Tür sieht passend aus, ja. Guckt das Bild an, fängt es an, mich ernster anzugucken? Da werde ich jetzt paranoid. Ich warte jetzt hier. War der Meinung, das war so
Nee. Okay. Ich werde paranoid. Buch, Buch, Becher, Pflanze. Alles normal aus. Ja. Sieht auch alles. Nein, der Spiegel. Der Spiegel hat sich umgedreht. Auf jeden Fall. Der war vorher senkrecht. Erwischt, mein Freund. Ich nochmal. Schatten, die Pflanze da in der Wanne, bla bla bla, ist alles. Also, na gut, ich ignoriere es einfach. Es scheint einfach nur Einbildung zu sein. Ja, wir sind im Flur. Gehen einfach mal standardmäßig auf Object Movement. Sicher ist sicher, solange wie ich mich durch die anderen. Achso, wir haben ja gar keinen Balkon, ne? Wir haben so ab draußen, also wahrscheinlich durch die Fenster gucken. Ich kann sich auch irgendwas bewegen, scheiße. Und gar nichts, okay. Ich sind zwei Pflanzen, okay. Aktuell passiert hier so gar nichts oder ich sehe gar nichts, ne? Das ist ja die andere Option. Nee. Oh! Wow, das ist was Neues. Shadow Light. Das ist hoffentlich ja wohl eine ganz normale Lichtanomalie, so würde ich das jetzt betiteln, ne? Gott sei Dank. Es ist total komisch, wenn du dich erstmal auf das andere Haus so fixiert hast und jetzt plötzlich siehst du, es ist im Grunde immer das Gleiche, aber du hast ja ganz, ganz andere Räume vor der Nase, die du erstmal so 1, 2, 3, 6 Stühle her. Erstmal so, da hat mir jemand die Pflanze geklaut. Aber zu 100%. Die scheint doch alles da zu stehen. Wo hat sich das verschoben? Werden wir gleich ausprobieren. Das war schon mal richtig. Jetzt gehen wir mal Living Room. Da gehen wir einfach mal auf den Klassiker Object Movement. Weil ich es nicht glaube, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja. Nein? Nichts. Okay. Bad sieht auch. Da hat es mehr Flecken. Handtuch, die Stange gewechselt? Keine Ahnung. Das mit dem Spiegel war echt Glückssache. Trotzdem das Gefühl, dass das Bild sich komisch verändert. Der steht immer noch in die Richtung. Mein Stuhl ist auch. Mein Stuhl. Hat's wieder gepoltert, habt ihr das gehört? Und ich weiß nicht, wie ich das. Das macht mich ganz krank. Halt. War da was? Nee. Ist kein Schatten, Stühle, hier standen auch keine Pflanzen drauf. Und die guckt auch noch in die gleiche Richtung.
Nee, mit dem Pilz ist nichts. Es ist einfach nur meine verschrobene Fantasie. Die Tür ist offen. Die Tür war vorher zu. Also was geht denn das als Door Opening Close? Es ist ja keine richtige Tür, aber. Ja, ich bin gerade bei. Hier, da hat sich was bewegt, glaube ich. Okay, das stimmte mit der Tür. Kittchen. Object Movement. Ich glaube, die Stühle stehen nicht mehr ganz gerade, so wie sie stehen sollten. Kann mich auch irren. Ich krieg dich noch, Bild. Ich weiß das. Du bist nicht clean. Nein? Okay, die Stühle sind normal. Gut. Das Bild. Das hat sich verändert. Ich wollte gerade vorhin sagen, auf die Bilder in der Küche bin ich nicht so fixiert. Aber das Bild hat sich verändert. Das war vorher so nicht. Sag mir nicht, es war doch so. Ich hatte recht. Und mit dir habe ich jetzt diesmal auch recht. Ich sag doch, bei dir stimmt irgendwas nicht. Bin doch nicht doof. Aha. Wusste ich's doch. Stand da wer? Nee. Gefühlt sind wir ganz gut bei, aber ich weiß, dass das Testergebnis gleich wieder was anderes sagen wird. Und ihr wahrscheinlich auch in den Kommentaren. Also ein Riss hat zum Beispiel habe ich jetzt bis jetzt noch gar nicht entdeckt. Ah, da! Kommst du denn her? Püppi, also halbe Püppi zumindest. Kein Abyss irgendwo? Bis jetzt nicht. Das war richtig. Ja gut, das war auch sehr offensichtlich. Nee, der Stuhl steht wirklich hier so ein bisschen raus. Die Gemälde haben sich anscheinend auch wieder beruhigt. Auch noch keine komischen Männer hier in meinem Haus. Ist alles Tutti? Jo. Alles Tutti. Und hier so? Ich bin mir hier mal nicht sicher. Das ist die Küche. Was ist das? A ghost? Oder was? Was ist das? Ich möchte das eigentlich gar nicht hin, bis der Fall geklärt ist. Oh Gott sei Dank. Das war a ghost. Gut. Sieht jetzt anders aus. Ich weiß das. Okay. Die streckt sich nach oben. Das muss ich mir mal so merken. Nicht, dass sie plötzlich mal andersrum steht. Aber ich gehe jetzt hier trotzdem nochmal auf Painting Anomaly. Ich weiß nicht, ob die andere schon immer da war. Mal einmal einsenden. Mal gucken. Seht ihr das? Los, mach hinne. Schon wieder was gepoltert im Hintergrund, ey. So, Bedroom. Abyss Presents. Oder ich weiß nicht, ob es noch was anderes gibt. Warum hat es jetzt hier gepoltert?
Oh, das war richtig, Gott sei Dank. Ja, im Korridor das mal so abzuschicken, ist ja kein Problem, weil da hängen ja mehrere Gemälde, als wenn da irgendwas wäre. Hier sind nämlich so gar keine Figuren drauf, ne? Wenn da irgendwas wäre, würde man damit gleich alle Bilder abchecken. Der Becher lag doch vorher auch schon, oder? Das war der im Wohnzimmer mit. Ja, genau. Der sieht anders aus. Das bringt er natürlich auch leicht durcheinander. Jetzt tue sich doch mal bitte hier was. Was Spannendes. Was zum Spielen. Und Schokolade möchte ich finden. Wirst du schon wieder gruselig? Na, ich warte mal noch eine Runde. Ist eh gruselig, aber noch gruseliger. Ey, ich hasse es. Wo kommen diese Geräusche her? Ich kann sie nirgendwo einordnen. Object Go. Was habe ich denn jetzt wo übersehen? Was soll denn das da sein vom Spiegel? Ach, das Buch. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt Aufnahmen von den Stellen sind, wo ich versagt habe. Ich habe keine Ahnung. Zehn von 14 immerhin. Okay. Ja, mit einem Versuch machen wir noch. Ja, so. Deckel offen. Zwei Bücher. Okay. Pflanze. Laptop offen, Schrank offen. Becher mit Deckel. Hier stehen die Stühle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, Gitarre. Das bleibt so, bla 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 bla. Okay. Okay. Geschirr, Toaster, Schränke, alle zu, außer der. Der Stuhl steht hier ein bisschen raus. So, Bilder, zumindest ohne komische Figuren, mal abgesehen von denen im Schlafzimmer. Pflanze, Handtuchhalter, Dusche. Ob der Schatten verändern kann, keine Ahnung. Spiegel. Den hatte ich, ja, das Bild ist, ja, sieht irgendwann strenger aus, glaube ich so. Sie macht hier den so nach oben. Da ist das weiße Gesicht. Okay. Mann, Mann, Mann. Und der Stuhl, weiß ich nicht. Ob der sich irgendwann mal verändert? Der sich jetzt weggerollt? Ich glaube nicht, wenn er sich wegrollt, rollt er sich, glaube ich, richtig weg. Ist ja egal. Falsche Angaben zu machen ist. Da steht auch noch so ein Becher. Muss man drauf achten. Okay. Falsche Angaben zu machen ist jetzt nicht das Problem. Da stehen zwei Pflanzen. Der Schatten hier, gucken, ob sich damals verändert. Pflanzi steht noch da. Ein Handtuch, zwei Handtuch. Gut. Alles gut. Da, wo das Bild ist, liegt was drunter. Jetzt sehe ich sieben Stühle. Waren es eben sechs oder ich habe mich einfach nur verzählt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich gebe das jetzt ab. Manchmal kann man ja auch Glück haben. Sieht's hier aus?
sich die Pflanze umdreht, wie soll ich denn das sehen? Okay, da war nichts. Gut, dann sind die Stühle so alle richtig. 2, 3, 4, 5, 6. Ja, und hier ist der 7. Und oben in der Mitte steht keiner. Okay. Hast du dich bewegt? Dann gib's gleich zu. Pflanze. Am besten ist es, wenn du live dabei bist. Dann verpasst du sowas nämlich nicht einfach so. Was ist? Oh! Bedroom. Nee, weil das stimmt nicht. Das ist outside. Light Anomaly. Das ist draußen. Okay. Haben wir mitbekommen. Ist jetzt hoffentlich richtig. Nicht, dass ich nochmal Bedroom angeben muss. Nein, draußen war richtig. Okay. Sehr schön. Benehmt euch hier alle? Ja, sieht gut aus. Pflanze, Topf, Topf, Pflanze. Oh. Fernseher, Gitarre. Okay. Hier unten ist ein Sessel, den habe ich noch gar nicht beachtet bis jetzt. Ist das auch eine Lichtanomalie? Nee, da bewegt sich nichts. Das ist nur ein Spalt. Auch alle noch friedlich. Hier auch. Los, brav. Ihr mir keinen Ärger macht. Spiel ist richtig. Pflanze? Hat sich die Pflanze bewegt? Oh Mann. ich weiß es doch auch nicht. Nee, ist halt immer noch in der richtigen Richtung. Ja, okay. Hier öffnen sich auch keine komischen schwarzen Löcher aktuell. Das ist gut, der Spiegel ist da immer so ein bisschen gruselig. Nee, im Bad ist alles okay. Okay. Man überlegt hinterher, 4 Sachen hat man nicht entdeckt. Da fragst du dich, was soll das denn gewesen? Das habe ich gesehen. Ist das auch, gilt es als Door Opening? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Auf jeden Fall war ich live dabei. Geht als Door Opening. Okay, das ist cool. Bewegt sich dieser Spiegel da? Ich bin mir nicht sicher. Ich finde Spiegel eh gruselig. Was ist das da eigentlich? Ein Stück von der Couch? Keine Ahnung. Pflanze, Pflanze. Ja, okay. Es scheint alles Tutti zu sein noch. Kühlschrank, beherrscht dich, ja. Einmal hat der Spaß gereicht. Nee, also auch alle Handtücher sind noch da. Mann, dass sich da in dem Bild was verändert, aber das ist doch auch wieder nur Einbildung, Mann. Hier benehmen sich alle. Draußen wie drinnen. Nee, Einbildung. Okay. Das Bild verändert da? Nee, ich glaube nicht. Das waren so 2 geschmierte Bilder. Also die Pflanze hat jetzt hier einen geraden, schrägen Schatten. Das merke ich mir jetzt einfach mal.
Na, du gehst noch. Kannst doch böser gucken. Nein. Gut aus. Sieht gut aus, heißt nicht, ne? Aber. Wenigstens mal zeigen würden, wo. Zwei von sechs. Wie schlecht war ich bitte diesmal? Letzte Runde für heute in dem neuen Haus. So, die Bücher liegen so, ich hole gleich ein Lineal, so und so weit auseinander mit dem offenen Becher. Stuhl in dem Winkel. Fensterbilder bekannt. Okay. Hier liegt was unter dem Bild. Dieses Bild verändert. Laptop offen, Deckel dran. Gitarre. Abstand vorhanden. Hier, Becher, Pflanze. Becher, Pflanze. Gitarre. Boxen. Nein, hier stehen zwei Sessel. Seht ihr das? Darum fiel mir das so auf. Zwei Sessel, nicht einer. Okay, der ist mir echt entgangen. Wir lernen dazu. Die Pflanze steht allerdings richtig so. Da ist noch eine Pflanze. Ich weiß nicht, das ist so weit weg. Ob man sich das merken soll, müssen wir mal drauf achten. Okay. Hier stehen zwei Sessel. Oh Gott, wie peinlich. Das ist wie mit dem Medizinkasten, der meinem anderen Video nicht aufgefallen ist. Ja, shit happens. Was soll's? Ist das ein Leuchten? Nee, das ist nur ein Spalt. Ich glaub's nicht. Karton, da steht ein Karton. Ein Karton? Weiß ich jetzt nicht. Gerade nicht ganz sicher. Was ist das? Kurz warten. Bitte, junger Mann, warten Sie kurz. Bedroom. Was ist denn das? Ghost? Oder? Ein Einbrecher? Nein, dann ist es echt ein Einbrecher. Also ein Eindringling. Weg mit dir. Das kann doch nicht sein, was soll's denn dann sein? Ein extra Objekt? Wohl nicht, oder? Oh, sowas ärgert mich, wenn man das da nicht rauskriegt. Ah. Und ich kümmere es gleich. Gut, das ist jetzt sehr ärgerlich, weil, wir gehen mal nochmal zurück. Ach Mist, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Es war mein Fehler. Es war mein Fehler. Los, 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 los. Ja, mach. Das ist natürlich outside. Und nicht. So, jetzt bin ich gespannt. Ghost. Oder ein Shooter. Okay, das war mein Fehler. Das ist natürlich Outside und nicht Bedroom. Okay.
Wir haben es noch gefixt. Gucken wir mal, was sich hier noch tut. Gitarre bleibt so. Da auch. Die Boxen sind da. Die Pflanze ist da. Pflanze ist hier. Mhm. Die Pflanze ist auch noch da. Bilder benehmen sich. Du siehst auch noch, naja, nicht gut aus, aber... noch was? Spiegel hängt. Die Flasche. Die Flasche hat sich bewegt. Okay. Das sind so Sachen, die lernt man, je öfter man das Spiel spielt, ne? Desto mehr erkennst du natürlich auch. Es ist halt am Anfang nicht so einfach. Das Pflanze, Becher, Becher, Pflanze. Mehr sehe ich hier auch eigentlich nicht. Es ist arg dunkel, muss man jetzt mal sagen. Laptop, Stuhl. Genau, und hier stehen zwei Sessel und nicht nur einer. Ich könnte natürlich jetzt hier mal angeben Extra Object, weil ich mich vertan habe, aber ich glaube, es war umgekehrt. Der Sessel war später dann weg. Ich bin der Meinung, da war nur noch einer. So. Bewegt sich nichts. Nee, okay, also der Sessel, es war wirklich ein Sessel verschwunden dann, okay. Ja, der Stapel war vorher schon sehr unordentlich. Kann man so nicht sagen. Halt. Ist da hinten was bewegt? Nee. Okay. Sie ist auch verschwunden, Gott sei Dank, hat aber meine Pflanze da gelassen. Okay. Dann ist alles in Ordnung. Wenn nichts gefunden wurde, umso besser. Zwei Teller, Topf, Toaster, zwei Pflanzen. Pflanzi, du liegst auch wieder richtig. Alle Handtücher da, Medizinkasten, Klo ist auch da. Meine da hinten verändert sich irgendwie. Aber ich muss mal darauf achten, dass das wirklich, ich kann nicht erkennen, was das ist, aber es scheint wirklich so schräg zu stehen, die immer noch nach oben wird. War hier was Spannendes? Nein. Bewegt sich doch mal irgendwas. Schaff den Sessel wieder weg. Jetzt weiß ich, dass es so ist. Es ist auch echt schwer, weil, wie gesagt, solche Kleinigkeiten hier hinten können mir mit Sicherheit entgehen. Ja, wenn ich sogar schon den Sessel nicht sehe, dass der weg ist. Bilder sind noch alle da. Gibt es so markante Punkte, wie jetzt hier die Flasche, wo man sagt, ah, okay, doch. Aber wenn hier hinten steht da jetzt ein Spiegel, der da vorher nicht stand. Was ist das? Stand das vorher schon? Das kommt mir so fremd vor. Irgendwas da dran. Ich weiß es nicht. Es ist weg. Es ist weg. Okay. Okay. Cool. Wir haben was Neues entdeckt, was ich bis jetzt noch nicht entdeckt hatte. Das ist cool. Flasche, Becherpflanze, Becherpflanze. Das ist bei hier, beiden sind die Schlierspuren zwischen zwei Boxen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier fehlt ein Stuhl. Da fehlt ein Stuhl. So, wer klingelt und was kann ich dagegen tun? Oder soll mich das nur noch nervöser machen? Da fehlt ein Stuhl. Wow. Du bist noch für deine Verhältnisse recht freundlich. Die Pflanze dahin steht auch noch da. Da ist er wieder. Ihr seid auch noch zu zweit, das freut mich. Hier ist auch nichts offen. Der ist immer offen. Dich haben wir schon mal geschlossen heute. Die Boxen. Viele Boxen haben diese Menschen. Fällt mir mal so auf.
Nee, das da scheint wirklich schräg zu stehen. Hier ist die Pflanze und der Feuerlöscher. Drei Stühle auf jeder Seite, okay. Müsste ich jetzt, ob ich mir das merken kann. Weiß ich nicht. Tut sich hier mal wieder irgendwo ein schwarzes Loch auf. Zumindest hatte ich noch keinen Besuch von irgendwelchen komischen Menschen. Und ich habe mit Sicherheit trotz allem die Hälfte übersehen. Wie gesagt, ihr werdet es mir in den Kommentaren sagen. Das da. Das war doch vorher nicht da. Oder? War da ein Dings in? Was ist denn das überhaupt? Es bewegt sich nicht. Es sieht aus wie so ein zusätzlicher Gulli. Habe ich den vorher übersehen? Ich habe keine Ahnung. Da hinten. Nee, also der Gulli da scheint, aber da hinten steht was. Da steht so eine Art Fass. Okay, der scheint korrekt zu sein. Es bewegt sich oder wächst auch nicht. Gut. Oh. Ja, mach schnell. Da ist ein Schatten. Kein extra Objekt? Ich hätte gedacht, das Fass stand da hinten noch nicht. Hätte schwören können. Oder ist es ja Object Movement? Okay, muss ich gleich nochmal gucken. Kann ich so jetzt nicht, nicht sagen. Okay. Gehen wir mal schnell zurück. Korridor. Object Movement. Okay. Das kommt mir total fremd vor. Ich sehe es dann wirklich erst wieder in der Aufnahme hinterher, was ich da für einen Quatsch gemacht habe. Nee, das Fass gehört dahin. Obwohl ich es für meine Verhältnisse noch nie gesehen habe. Genau wie dieser Gulli, dieser Dings da, der Traps. Okay. So on. Noch zu zweit? Ja. Ah! Der Becher, also es ist kein Abyss. Da hat sich Living Room, da hat sich jetzt der Becher nur bewegt. Wächst doch nicht, ne? Nee, weil der Deckel war ja an den Becher gelehnt. Gott sei Dank. Pflanzi, Schatten, Handtücher, alles beim Alten. Okay. Du bist auch noch freundlich. Ja, das Ding scheint da echt hinzugehören. Und es poltert. Und ich weiß nicht warum. Habt ihr auch gehört, ne? Vielleicht soll Ende es einfach nur zusätzlich verunsichern. Was ist denn jetzt dein Problem? Wo denn? Wo denn bitte? Es ist doch alles an seinem Platz, oder nicht? Ich wüsste nicht, wo ich jetzt irgendwas übersehen habe. Wirklich nicht. Das gehört auch dahin. Ja. Hier, das Dunkle da, das, keine Ahnung. Ist das ein Schrank, der da nicht hingehört? Wenn man es nicht weiß, muss man es einfach mal ausprobieren zwischendurch. Aber hier sind zum Beispiel alle Boxen da, sind alle Pflanzen da. Geschirr hat sich vielleicht bewegt, ich weiß es nicht. Küche hier.
Okay. Eine mache ich jetzt noch mit euch. Dann ist Haus 2 für heute offenbar mich beendet, weil ich habe ja noch Teil 2 und Teil 3 vor mir. Ne? So, jetzt achten wir mal auf ganz spezielle Dinge nochmal, wirklich ganz konkret. Die Pflanze ist so hoch wie die Box da, zum Beispiel. Zwei Pflanzen. Ne, die Teller stehen beide schräg, okay. Vielleicht fährt das Ding auch weg, ne? Und das ist auf jeden Fall immer da, wie man sieht. Okay, gut. Flasche und Spiegel gleich im Blick. Das auch. Gut, der Schrank steht da und das Fass ist auch da. Davor steht irgendwas Schräges. Hier ist eine Box. Also das sind zusammen 4 Boxen. Hier sind 1, 2, 3 Bilder nochmal. Okay. Ich weiß ja auch nicht, wann es losgeht. Ob es direkt losgeht oder ob ich, wie gesagt, kurz, weiß ich nicht, 15 Sekunden Zeit habe, mir die Räume einzubringen. Das Interessante, das Spiel sagt dir ja absolut nichts, was du machen sollst, ne? Habe ich da 4 Bilder gezählt? Da geht's schon los. 1, 2, 3, 4 wären das dann. Und hier vorne 3. Das ist eine Tür und das ist eine Tür. Das könnte auch eine Tür sein. Ich weiß es nicht. Ne, okay. Alles tutti hier. Ah! Da bewegt sich. Das habe ich ja noch nie gesehen. Okay. Living Room. Object Movement. Okay. Ja klar, also das ist sowieso schwer zu sehen. Und wenn du das nicht siehst in dem Moment, dann hast du eh verloren. Also, vielleicht die Variante, sich ein bisschen schneller durch die Räume zu klicken. Ja, hello? Ja, was denn? Hallo? Wo sind Sie denn? Ja, sich vielleicht ein bisschen schneller durch die Räume zu klicken und zu hoffen, es ansonsten auf frischer Tat zu ertappen. Stühle sind alle da. Der Schrank gehört dahin. Das mit dem Spiegel war vorhin echt Glück, dass ich das gesehen habe. 6 Stühle, alle da. Pflanze da. Okay. Kühlschranktür, öffne dich. Hier ist auch noch alles tutti. Bei euch auch hier alles schick? Ja. Draußen geht auch nichts ab. Ich glaube, gerade in diesem Raum übersehe ich viel, hier ist auch noch ein Bild oder irgendwas, viel zu oft Dinge. Mit größter Wahrscheinlichkeit. Ja, guck mal, hier steht so ein Teller abseits, den habe ich bis jetzt auch gar nicht groß beachtet. Hier ist alles. Eins, zwei, drei, vier. Ja, hier scheint alles beim Alten zu sein. Die Tür hier, die kennen wir mittlerweile auch, wenn die aufgeht. Macht mich auch total nervös, wenn in Anführungsstrichen nichts passiert. Was ja vielleicht gar nicht der Fall ist, vielleicht sehe ich es einfach nur nicht. Aber das macht mich ein wenig nervös.
Ja, danke. Ist ja bis jetzt fast noch gar nichts passiert, ne? Eine Sache hatten wir. Sechs, sieben Stühle. Pflanzi ist noch da. Boxen sind noch da. Becher steht da. Okay. Was ist hier? Draußen geht nichts ab. Teller steht noch. Die Stühle müssen so stehen. Okay. Was ist das? Oh, 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 oh. Was war das? Toilet und Ghost? A Ghost? Ich gehe gleich nochmal zurück. Nein! Was ist dann? Intruder. Ja, ich weiß das. Was soll's denn dann sein? Ghost Intruder? Shadow? Das ist ja wirklich, wenn du das nicht kategorisieren kannst. Das lief als Schatten. Okay. Das andere Mal, als was rumzuckte, war es ein Geist. Also, gut. Ist noch freundlich? Ja. Das Fass ist noch da. Der Schrank ist noch da. Ja, sieht gut aus. Okay, hier ist auch noch nichts weg. Furchtbar, ey. Einfach nur furchtbar, dieses Spiel. Jetzt tut doch mal irgendwas Spannendes. Vor allem, was ich auch einordnen kann, nicht so wie eben. Ich glaube, dass das ein Schatten ist. Für mich ist sowas ein Geist. Als Geister. Ja, wo bist du? Wo bist du? Der du gerade Geräusch von dir gegeben hast. Ich weiß auch nicht, wo die Geräusche herkommen oder was ich damit machen soll. Man hat ja, was ja eigentlich ganz spannend ist, du hast ja für dieses Spiel keine Anleitung, ne? Du spielst es einfach. Und lernst eben selber mit der Zeit. Aber manchmal ist das echt schwierig. Ich komme mit dem Haus noch nicht so. Ich weiß auch nicht, was er mir jetzt hier zeigt. Die Stellen, wo ich versagt habe, es scheint random zu sein. 2 von 6. Okay, ich würde mal sagen, ich mache an dieser Stelle heute erstmal Schluss. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Interesse habt, diesen Teil nochmal zu sehen, also entweder den erst, also altes Haus, neues Haus, oder nur eins von beiden, schreibt es mir in die Kommentare, lasst ein Like da, dass ich überhaupt weiß, dass dieser Part dieses Spiels für euch interessant ist. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. And you know, thanks for watching. Bye-bye.